Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute sind wir wieder beim Golf 7, unserem Tuning-Projekt. Und er bekommt einen Heckflügel von uns sowie zwei Verblendungen für die Heckscheibe. Wie man das Ganze montiere, seht ihr gleich im Anschluss. So, wir legen los mit dem Heckflügel. Der HF 795 hat eine kleine Besonderheit, worauf ihr achten müsst bei der Montage. Wie gewohnt hebt ihr das Bauteil dran und kontrolliert die Passform. Und man denkt, dass diese untere Kante hier mit der Kante von der Karosserie zur Übereinstimmung führen sollte. Ist aber nicht der Fall, denn wir müssen das Ganze etwas weiter runtersetzen. Denn später haben wir hier einmal eine Verblendung der Fuge, die wir dann mit den seitlichen Wings in perfekter Kombination haben. Deswegen lasst euch nicht verunsichern und denkt, oh, das Teil passt nicht, schicke ich wieder zurück, das passt. Aber man muss hier einfach wirklich sehr genau drauf achten. Des Weiteren steht bei uns in der Artikelbeschreibung ein Maß drin. Deswegen brauchen wir jetzt hier den Meter. Und zwar messen wir jetzt hier die Fahrzeugmitte, Spoileransatz bis zur Kante vom Heckdeckel. Da muss das Maß 13,5 betragen. So. Dann fixieren wir das Ganze einmal kurz, dass er hier nicht abhauen kann. Und dann können wir nochmal ans Ausrichten gehen. Und dann seht ihr, er steht bündig hier an und wir haben einen super Übergang. Auch hier oben die Fuge vom Dach, die hier im Verlauf drin ist, passt 1A. Auf der anderen Seite nehmen wir ein bisschen raus. So, und jetzt sitzt er richtig schön. Seht ihr hier eine komplette Übereinstimmung vom Kantenverlauf. Einwandfrei. Ganz, ganz wichtig, achtet da drauf. Damit wir das Ganze später natürlich auch wieder passend treffen, markiere ich mal jetzt hier mit dem Klebeband die Stelle, wo mein Spoiler ansetzt. Einmal links und rechts. Und dann können wir natürlich wieder mit der Reinigung beginnen. Einmal mit einem normalen Glasreiniger den groben Schmutz runterholen. Und im Lieferumfang ist von 3M der Surface Cleaner dabei, der natürlich dafür da ist, nochmal Fett- und Silikonrückstände zu entfernen, damit das Klebeband die volle Klebekraft entwickeln kann. Geht hier genau an die Kante dran. Kräftig dran drücke. Das Klebeband volle Haftung hat und schön an der Karosse anliegt. Und dann nehmen wir mal unsere Markierungspunkte weg. Ganz wichtig prinzipiell bei den Heckflügeln, es ist manchmal immer wieder der Fall, dass einfach hier zwei, dreimal korrigiert werden muss, rausgemessen werden muss, bis er hundertprozentig passt. Lasst euch nicht verunsichern deswegen, dass ihr im ersten Moment denkt, oh, das Ding passt gar nicht. Das ist schon alles so, wie es sein soll. Es hat ja dementsprechend hier auch noch schön die Funktion, die Überblendung hier zu gewährleisten und dann funktioniert es einwandfrei. Und jetzt machen wir weiter mit den Verblendungen für die Heckscheibe. Hier mache ich es alles selber. Einfach ein Glasreiniger die Heckscheibe sauber mache. Bietet sich natürlich auch gleich die ganze Heckscheibe zu machen, habe aber jetzt keine Lust drauf. Dann nehmen wir auch hier den Surface Cleaner nochmal. Der leichte Film, der entsteht. Nachwische, damit es nicht fusselt. Dann können wir auch hier die Schutzfolie abziehen. Und dann das Ganze hier
Aufsetzer. Und ankleben. Einwandfrei. Super Sache, super Look. Und jetzt seht ihr auch hier, wie das schön die Fuge verdeckt ist durch den Heckflügel. Klasse Kombination. Und optisch habt ihr jetzt nochmal hier neben diese Verblendung. Also geile Sache auf jeden Fall. Das gleiche mal jetzt noch schnell auf der anderen Seite und dann schauen wir uns das Ganze im Gesamtbild an. Schon sind wir wieder fertig, wie ihr sehen könnt. Ratzfatz ging das Thema. Ich finde es immer wieder geil, wie schnell dann so ein Heckflügel oder auch jetzt die seitliche Blende montiert sind. Optik passt auch sehr gut zum Fahrzeug. Hier haben wir natürlich auch den schönen Übergang noch einmal. Und im Anschluss könnt ihr euch das Ganze jetzt noch mal live genauer betrachten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bleibt am Ball. Das Projekt geht weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig. Und lasst uns doch gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.